So, was können wir jetzt hier Schönes machen? Rotiere die achteckigen Motorteile, bis sie in der richtigen Position sind. Okay. Okay. Die müssen wir aber nur drehen, wie es scheint. Okay, dann gucke ich mal. Ach, gut, das hat schon mal gepasst. Moment. Dann bauen wir doch mal eine Runde. So, das kann dahin. Das kann dann dahin. So. Geht ja dann doch noch einigermaßen. Ups, 1, 4. So, bauen wir uns mal einen schönen Helikopter zusammen. Zacke die Zack, Zack. Passt das so? Glaube ja. Macht Sinn. Das darf dann dahin. So, ich glaube, ich mache erstmal wirklich die Ecken. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht. Doch, warte mal. Das passt. Das hier hat halt nicht gestimmt. Wo hatte ich denn angefangen? Da, glaube ich, oder? Ja. Naja. So. Reihe für Reihe. Kann natürlich auch sein, ja. Hier oben habe ich aber ehrlich gesagt keinen blassen Sch. Warte mal, doch. Das könnte so passen. Jawohl. Dann drehen wir dich nämlich mal noch so. Das können wir dann so zusammenpacken. So. Machen wir jetzt mit dir? Das kommt doch hin. Das darf dann so. Ja, dann können wir mal weitermachen. Passt das jetzt hier irgendwie? Auch nicht so wirklich. Ah ja, guck mal. Ich glaube, da ist jetzt, also selbst hier ist jetzt der Delay ein bisschen zu viel. Dich hatten wir auch noch nicht gedreht, glaube ich. Nee. Jawohl, das sieht noch was aus. Kann man so lassen, glaube ich. Und dich packen wir so hin. Gut. So vielleicht, genau. Das könnte hinhauen. Okay, hätten wir das soweit? Das passt auch so. Das können wir noch entsprechend drehen. So, genau. Hatten wir das schon? Nee, hatten wir noch nicht.
Das scheint auch zu passen, dafür, dass hier nicht so wirklich. Das hat jetzt gerade gepasst. So. Bei dem schauen wir nochmal nach. Juhu. Puh, übel. Jetzt, wo du den Motor repariert hast, stellst du fest, dass doch noch ein paar Teile fehlen und du einen Piloten benötigst. So, was haben wir denn davon? Wir haben den. Wir haben Fallriemen, Öl. Nee, Zündkerze wahrscheinlich. Jawohl. So, jetzt können wir aber theoretisch den Basketball aufblasen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. Einmal. Und zweimal. Perfekt. Wieder zusammennähen und aufpumpen und er gehört dir. Das ist doch schön. Sehr gut. Nee, das war nichts Huhnmäßiges. Mich getäuscht. Okay, jetzt haben wir den Basketball. Den geben wir dann mal in unser Schnuckichen ab. Da unten war die. So, da guck mal. Ah ne, muss ja da oben rein. Nö, das hört die schon nicht. Die ist ja eingesperrt. So, nun kannst du auf Ludas Hilfe und ihre Zielsicherheit zählen. Dein Plan nimmt langsam Form an. Gut. Sollen wir das vielleicht schon mal direkt hier verwursten? Gute Dame. So, Lula ist eine legendäre Scharfschützin. Wenn irgendjemand dieses Maschinengewehr bedienen sollte, dann sie. Aber wir können ja, glaube ich, sonst hier erstmal nichts mehr machen. Das haben wir ja gelöst, oder? Haben wir? Ja, haben wir. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Also, soweit es geht. Was brauchen wir hier jetzt noch? Butter und Dings. Haben wir weder das eine noch das andere, ja. Öl haben wir noch, aber wir brauchen noch ein Feuerzeug. Und mitnehmen ist hier scheinbar auch nicht so das Wahre. Bist du? Nee. Kein Feuerzeug. Ja, dann fehlt, glaube ich, noch irgendwo was, wo wir was mitnehmen könnten, oder? Hier vielleicht nochmal schauen. Zumindest. Die Brille habe ich ja auch noch nicht. Können wir vom Tisch was mitnehmen? Ne. Und hier drin auch nicht so wirklich, wie es scheint. So, lass mich mal gerade schauen. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was finden. Obwohl das ja nichts bringt, weil wir nicht weiterkommen. Das ist einfach ein Ritter. Schlägerkabel. Das Kabel hatten wir ja. Ein Trichter. Doch, der Trichter ist da oben. Da ist der Krebs. Wie gesagt, Brille können wir von ihr nicht nehmen. Die müsste hier sonst noch irgendwo sein. Der Typ hat das zweite Kabel um den Hals. Stimmt, danke.
Da hast du recht. Und wohl auch nicht so unbedingt. Schnecke. Ah, das sind Lampen, die da drauf strahlen. Okay. Warte gerade. Da. Nee, das ist nicht ein Schläger. Das ist ein Steuerknüppel. Beziehungsweise Gangschaltung. Ja. Holen wir uns nochmal einen Tipp. Ah, hallo Brille. Also im Spiel war es so, dass er hinter der Tür, wenn wir hier den Hebel benutzt haben. Aber den Hebel haben wir halt noch nicht. Bringt ja allerdings auch gar nichts hier erstmal. Ja, die Brille kriegen wir dann wahrscheinlich, wenn wir das da drin gelöst haben. Ich habe die Brille ja noch nicht. Ich muss ja erst das Ding vorher fertig machen. Und das kann ich erst fertig machen, wenn ich den Schlüssel habe. Gut. Was haben wir jetzt hier noch so? Ich glaube, hier kommen wir erstmal auch nicht weiter, weil hier brauchen wir noch das Feuerzeug. Aber ich packe das Öl schon mal hin. Dann haben wir das schon mal. Danke, Tipp bitte. Das ist ein Kleeblatt. Okay, danke schön. So, dann brauchen wir noch Kabelrohr und Helix, was wahrscheinlich da drin irgendwo noch rumgammelt. Wahrscheinlich ja beides. Da ist noch ein Fisch. Haben wir noch Kelche, die uns leider nichts bringen gerade. Aber gut. Also wie gesagt, hier kommen wir nicht weiter. Dann, da oben können wir gar nichts machen. Da war ja, glaube ich, gar kein Wimmelbild, oder? Nope. Und dafür brauchen wir halt die Sachen noch. Hier können wir auch nichts mehr machen, oder? Nein. Mitnehmen ist wohl auch nicht. Dann werde ich hier gleich den Tipp nochmal fragen. Finde den kleinen Metallgriff in der Nähe der Ölpumpe im Nordosten. Ja, das ist ja die. Oder liegt er hier irgendwo rum? Nicht wirklich. Die bekannte Erdnuss, gemeine Erdnuss, butterfressende Ameise. Okay, alles klar, läuft. Tja, ich würde gerne wissen, welches Ding ich jetzt lösen muss, dass ich irgendwie mal weiterkomme. Das ist hier ein bisschen problematisch, das Ganze. Muss ich ja sagen. Hier haben wir auch nichts mehr. Gut. Gunpowder, da können wir aber erstmal nicht hin. Das Bild ist erledigt. Gut. Da die Ölkanne brauchen wir diesmal gerade nicht. Ach, da ist das Feuerzeug. Gut. Das war jetzt Zufall. Dann. Zack, zack. So, wir haben Licht. Das heißt, wir können die Kabelrolle mitnehmen. Helix, was für ein Helix ist denn gemeint?
Schauen wir doch mal nach. Ah. Gut. So, wir kommen ja langsam voran. Oder jetzt endlich mal voran. Das Gunpowder können wir hier reinpacken. Jawohl. Damit wäre das fertig. Die Kabelrolle packen wir dann schon mal hier hin. Und weiter geht's dann beim Scheunentor. So, bitteschön. Habe ich jetzt so irgendwas über? Nö. Erstmal nicht. Dann werde ich gleich nochmal auf den Tipp warten. Aber ist auch, glaube ich, irgendwie wie beim Originalspiel auch, dass ich hier in dieser Phase die meisten Tipps gebraucht habe, um weiterzukommen. Haben wir denn? Okay, den kleinen Metall in der Nähe im Nordosten. Also muss ich da wirklich noch mal gucken. Danke. Dann schauen wir doch mal. Oder war die Ölpumpe? Das ist ja keine Ölpumpe hier. Halt die Frage, das ist ja nicht wirklich Nordosten, aber gut, wir haben ja sonst keine Ölpumpe. Wo wäre denn hier ein Metallgriff? Da wird zumindest mal ein Hühnchen. Finde tatsächlich nichts. Aha. Hier irgendwo soll der wohl sein. Na, sorry, ich kann hier nichts anklicken. Vielleicht ein wenig verbuggt Spiel. Kann das sein? Oder ich gehe halt nochmal raus, nochmal hin. Irgendwie ja nicht so. Oder seht ihr was? Abgesehen von diesem Hühnchen da hinten. Mal gerade, wo der es hinzeigt. Na komm, gib mir den Tipp. Klicke mal genau auf diesen Punkt. Oder da habe ich hier schon irgendwas mitgenommen? Ja, nicht wirklich. Wenn ich jetzt hier nochmal frage, sage ich wahrscheinlich, ich soll dieses Metallding da finden. Ärgerlich. Und hier dürfte ja auch nichts mehr sein, was irgendwie von Interesse von uns oder für uns wäre. Das ist übrigens Nordwest und nicht Nordost, meine Lieben. Beim Wagen liegt was im Bild. Bei welchem Wagen? Wenn ich so einen Tipp gesagt hätte, nochmal, ich soll zum. Genau.
Ja, und hier ist leider nichts. Ach, beim Waggon. Beim Waggon oben rechts. Sieht mir mal nicht so aus. Hier ist tatsächlich nicht wirklich viel zu tun für uns noch. Wie gesagt, das haben wir gelöst. Jawohl. Notizbuch. Ah, genau, können wir die Sachen ja notfalls nochmal neu machen, sehe ich gerade. Ich starte es mal gerade neu, das Spiel. Und hoffen wir, dass das irgendein Bug war, dass er jetzt eventuell gefixt wird. Ich habe leider nicht den Eindruck. Muss ich da irgendwas machen? Muss ich das Ding vielleicht umtreten oder so? Aber ich kann ja sonst nichts machen hier. Wie gesagt, ist ja logisch, wenn ich das jetzt habe, dann kann ich ja weitermachen, aber irgendwie. Ich glaube, er will nicht so ganz. Sieht zumindest mal nicht so schön aus hier. Ich hab sie, glaube ich. Hier war doch gerade was. Alter, das ist ja wohl. Das ist übel. Das ist richtig böse. Da muss man einen richtigen Winkel haben, um da hinzukommen. Also, das ist. Ja. So, da holen wir uns da den Schlüssel raus. Danke, das weiß ich ja noch. Und, ja, nee, klar, macht ja Sinn. So, dann haben wir da drin den Cocktail auf jeden Fall und die Butter. Fehlt noch der Schläger. Den lasse ich mir jetzt einfach mal anzeigen. Der ist dahinter wahrscheinlich wieder irgendwo. Ja. Versteckt. Gut, dann haben wir die folgenden Gegenstände gefunden. Das ist schön. Das heißt, so, du kriegst mal deinen Cocktail. Bitteschön. Carla leckt sich ihre wonnigen Lippen beim Anblick des Cocktails. Alles verläuft nach Plan, wozu du sie jetzt einsetzen kannst. Aber wobei könnte es nützlich sein? Tja, du könntest einen Helikopter fliegen zum Beispiel. Dann gehen wir hier nochmal raus, würde ich sagen. Ach, da müssen wir jetzt hier wahrscheinlich wieder aufmachen. Finde ich sogar gut, dass sie daran gedacht haben. Dann schenke ich dir noch eine Brille. Gut gemacht. Jetzt, wo Martha auf deiner Seite ist, musst du nur noch herausfinden, wie sie bei deinem Plan nützlich sein kann. So, und dann können wir uns nämlich jetzt hier auch die Butter zusammen basteln.
Genau, erstmal Erdnussbutter. Kling. Eine kleine Meisterleistung. Du hast gerade Erdnussbutter hergestellt. Sie gehört ganz dir. So, dann. Ich glaube, Martha war ja die, die nachher den Sprengstoff macht. Und hier können wir eigentlich schon mal. Ach, da fehlt sogar noch was. Verdammt. Kriegen wir das denn hier? Na gut, vielleicht haben wir da hinten noch irgendwie Müll oder so, wenn wir dann so weit sind. Nee, Moment. Erstmal den Sprengstoff holen. I. Na gut. Wenn's denn Spaß macht. So, dann. Genau, das ist jetzt erledigt. Dann warten wir auf die kleinen Viecherchen. Bedient euch mal. Nom, 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 nom. Im Ernst. Ach Mann. So, Fernzünder, Sprengstoff. Aber wahrscheinlich haben wir dann hier das fehlende Teil noch. Nee, haben wir nicht. Gut, wenn wir das gesprengt haben gleich. Bitteschön. Alles bereit. Jetzt brauchst du noch jemanden, der die Fernzündung aus. Zack. So. Genau, das Evil Chicken, das könnte ein wenig böse werden. So, dann können wir das erledigen. Wir können jetzt. Da, haben wir, glaube ich, alles erledigt. Jawohl. Ah, die Transportmöglichkeit fehlt noch. Jetzt musst du noch den Rest des Plans vorbereiten, bevor du. Ah, jo, da rufen kannst. Okay, da müsste ich mal gucken, wo das Zeug noch herkommt. Oder wo wir noch was kriegen könnten. Ja, Tipp. Ganz in der Nähe an dem Ort, wo Rocco saß. Also habe ich da nochmal irgendwas übersehen. Da haben wir es doch. Das war jetzt wirklich auffällig. Ja, nehmen wir mit. Zack. So, alles ist bereit, um deinen Plan auszuführen, Gina zu befreien und dieser Wüste ein für alle Mal zu entkommen. Aber dann. Genau in dem Moment machen die Drag Queens einen Rückzieher. Sie wollen nur helfen, wenn du beweist, dass du das vierte Mitglied ihrer Truppe werden könntest. Tatsächlich haben sie auch eine Idee für eine Revue, in der du als Promi-Double auftreten sollst. Zeig ihnen, dass du dich mit Leichtigkeit in diesen Promi verwandeln kannst. Okay, dann. Verwandle Brian in die Queen der Show. Verkleide Brian mit der Garderobe so, als so wie du es für richtig hältst und drücke OK, sobald du meinst, das beste Outfit gefunden zu haben. Wie du bald sehen wirst, haben die Drag Queens einen sehr speziellen Stil im Kopf. Viel Glück. Okay. Ach, und die sagen dann, wie sie es finden. Ich habe da so eine Vermutung. Das ist nicht das, woran die Drag Queens gedacht hatten. So wie du sie kennst, ist davon auszugehen, dass sie eine Berühmtheit imitieren wollen. Tja, nur wen? Von wem haben die denn die ganze Zeit geschwärmt? Kiss vielleicht? Zwei Punkte schon mal, wie es scheint. Was haben wir hier an Zeug noch rumliegen? Glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Das vielleicht. Freddy berühmtestes Outfit. Der Herr Mercury also. Das heißt, den Schnurrbart haben wir schon mal.
noch nicht. Lula sagt, dass du eine Person imitieren sollst, die ursprünglich Faco Bulsara hieß. Nee, das klingt bei mir tatsächlich nicht. Ich wusste nicht, dass er dann so das erst damals war. Ich glaube, die Dinger können dann aber auch mal weg. Wie sieht das aus? Es wird, glaube ich.